4 Fächer uns in der ersten Klasse erwartet. Und es ist Deutsch! In der Grundschule lernt man im Deutschunterricht nicht nur Schreiben, sondern auch das B-Schreiben. Und wir haben jetzt ein paar Kids gefragt, ob sie für euch jetzt ein paar Heldenfiguren aus ihrer Kindheit und aus dem Kinderkosmos beschreiben können. Und wenn ihr diese Figur erkennt, dann haut ihr auf den Buzzer und nennt einfach die Person, die wir suchen. Okay? Welchen Held suchen wir hier? Er ist ganz berühmt. Er spielt in der deutschen Nationalmannschaft. Und wurde sogar schon mal Weltmeister. Das Einzige, was ich weiß über den, ist, dass seine Freundin Pferde hat. Ich hoffe. Mama. Ja. Ja. Ich weiß das wegen dem Pferd, Thomas Müller. Ja. Richtig. Ja, ne? Ja. Mit dem Pferd. Ja, gut. Mit dem Pferd. Ja. Wie ihr das. Also, ihr das schafft, in Deutsch eine Sportfrage zu stellen, das ist schon der Gipfel hier. In Deutsch eine Sportfrage zu stellen und ich vor allem, Mama sitzt neben einem Fußballtrainer, einem Dortmund-Fan und Thorsten Sträter und Mama, pff, das mit dem Pferd, das war Thomas Müller. Ist das hier Thomas Müller, der mit dem Pferd? Mal gucken. Also ich weiß, dass der Luke den ganz gerne mal treffen würde, aber derjenige, der gesucht wird, der hat dazu auch keine Zeit und ich weiß auch nicht, ob der Lust hat, mit ihm zu sprechen. Die Person, die wir suchen, die war schon mal Torschützenkönig bei einer Weltmeisterschaft. Die Lösung ist Thomas Müller. Thomas Müller! Und meine Mutter hat es gewusst. Der erste Punkt geht an unsere Vips. Es steht 1-0 für euch. Nicht schlecht. Aber es war alles drin. Wer zuerst 3 Punkte hat, gewinnt die erste Klasse. Und ihr jetzt schön ranhalten, ne? Zweiter Held. Wer wird hier beschrieben von unseren Kids? Der Gesuchte ist eine Person. Er ist männlich, hat kurze Haare. Er ist noch nicht erwachsen. Er ist bei seiner Tante und bei seinem Onkel aufgewachsen. Und er hat 2 Neffen. Er ist bei denen nicht so beliebt. Er ist sehr berühmt. Er lebt aber nicht. Also er ist eine ausgedachte Person. Also er hat ein Haustier. Und das ist eine Eule. Thorsten Sträter, bei der Eule hat er zugehört. Eben das Pferd, jetzt die Eule. Thorsten Sträter, deine Antwort. Harry Potter. Ist Jawohl. Das Harry Potter, der hier gesucht Tante. Wird? Natürlich. Die Lösung ist Harry Potter. Ah. Ja. Thorsten, die Eule. Harry Potter. Selber Harry Potter Fan? Bitte? Selber Harry Potter Fan? Selber auch. Eigenen Besen und so. Ja, ich stehe schon drauf. Ist schon geil, oder? Harry Potter, ja, mag ich. Ja, 2 Punkte für euch. Einen braucht ihr noch und ihr jetzt kräftig aufholen, ne? Welcher Held der Kinder wird denn jetzt hier beschrieben? Der Gesuchte ist ein ziemlich cooler. Er ist ein Mann. Ich mach weiter. Er ist witzig, er ist klug. Aber auf allen finde ich es. Und kann sehr gut Piano spielen und singen. Ja, was sollen wir denn noch sagen? Er hat echt coole Haare. Das war nett. Oh, Thorsten Sträter. Oh. Das bist du, Luke. Das bist du, Luke Mockridge. Ja, das bist du. Bin ich das? Wird ja, hier gerade Luke Mockridge. Ich finde es erstmal ganz, ganz toll, dass meine Mutter mich nicht erkannt hat, sondern Thorsten Sträter. Mal gucken, ob ich da wirklich beschrieben werde. Ist das Luke Mockridge, der hier gesucht wird? Die Lösung ist Luke Mockridge. Ja, meine Prüfung und sie heißt Pflanzen raten. Dazu umschreiben unsere Kids Gemüse, Früchte und Pflanzen. Alles, was so wächst und gedeiht. Und ihr müsst jetzt buzzern, wenn ihr in etwa wisst, worüber die Kids sprechen. Okay? Wer zuerst 3 Punkte hat, gewinnt die erste Prüfung. Okay? Los geht's! Das ist so eine Art gesunde Sache. Das ist wie ein Überraschungsei, nur halt dann ist da kein Spielzeug drin, sondern was zum Essen. Es gibt auch Leute, die das nicht gut ertragen, weil es ihnen nicht schmeckt, so wie mir. Das schmeckt auch lecker. Das ist so eine Art Mini-Gehirn. Da ist eine Jasmin Gerard, beim Mini-Gehirn warst du am Start. Mini-Gehirn. Was sieht aus wie ein Mini-Gehirn? Naja, nein. Blumenkohl oder
Blumenkohl. Wenn der Blumenkohl das Mini-Grün ist. Eine Walnuss! Ich brauche jetzt eine Antwort. Oh, wieso habe ich mich nicht gefragt? Ich brauche eine Antwort in 3, 2, 1, Antwort. Sag doch Walnuss. 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 Ist die Walnuss richtig? Schale, die man knacken muss. Das ist, das wächst auf den Bäumen und das ist nur ein Schönchen. Wenn Leute allergisch dagegen sind, dann essen die das aus Versehen und dann kriegen die Tollwut und man muss den Krankenwagen rufen. Und die Lösung ist Walnuss. Yeah! Geil! Wow! Jasmin Gerhardt! Unsere Pink Lady inmitten unserer Black Boys. Ersten Punkt habt ihr. Und wer zuerst 3 Punkte hat, gewinnt. Ihr müsst auch mitspielen. Ne? Jetzt geht's nämlich an die nächste Pflanze, die beschrieben wird. Was wird hier beschrieben? Das ist so ein Gemüse. Ja, das ist eher so weißlich. Es tut mir manchmal auf Pizza, aber ein Kaugummi tut das man nie. Wenn man... Tut es manchmal auf Pizza, ein Kaugummi tut man es nie. Emilia. Lauch? Lauch. Nee, Zwiebel. Hast du mich gerade genannt? Zwiebel, 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 Zwiebel. Zwiebel. Ja. Du sagst Zwiebel. Glaube ich. Glaube ich. Wir gucken mal, ob die Zwiebel richtig ist. Wenn man das gegessen hat, dann kann man sich nicht küssen. Man muss sich zuerst die Zähne putzen. Ja. In meiner Kita hat es ein Mädchen gegessen und da bin ich immer abgehauen. Vampire essen das nicht gerne, weil das Mundgeruch macht. Und die Lösung ist Knoblauch. Und die Lösung ist Knoblauch. Ein bisschen zu früh gebuzzert, Emilia. 2-0 für unsere Vips. Die haben jetzt den Matchball. Wenn ihr das jetzt löst, dann habt das. Ne? Dann geht die erste Klasse an euch. Ja. Sehr, sehr gut. Was wird hier beschrieben? Bitteschön. Das ist so eine Frucht, die wächst in Boden. Und sie schmeckt lecker. In Odomi 3. Da habe ich das mal geschmeckt. Die Mutis machen das im Insekt. Ich habe sie nie dabei erwischt. Und es gibt auch Marmelade von dieser Frucht. Und noch Saft. Actimel. Und die Lösung. Und Amelie bei Actimel und bei die Mutti packen es in den Insekt. Ich sage, es ist Erdbeere. Du sagst, es ist Erdbeere? Ja. Ich glaube, es ist Himbeere. Ja, ich glaube es. Du glaubst es? Mal gucken, ob die Erdbeere stimmt. Packt man Erdbeeren in den Insekt, wenn man eine Mutti ist? Mal gucken. Es ist die Erdbeere. Ihr seid zurück im Spiel mit 2-1 für unsere VIPs. Ihr könnt jetzt den Sack zumachen in der ersten Klasse und ihr könnt den Ausgleich machen. Was wird von unseren Kindern hier beschrieben? Die nächste Pflanze wartet schon. Es ist eine Frucht und wenn man die fällt, ist da so weißes Zeug drin. Sie ist rund, hat Schale. Ist ein bisschen süß, gesund, schmeckt auch lecker eigentlich. Ist eine meiner Lieblingsfrüchte. Meins nicht. Von der Farbe her so ein bisschen wie Donald Trump. Ist wie eine Zitrone, aber irgendwie auch anders. Es gibt eine Farbe, die so aussieht wie die Frucht. Die Lösung ist... Oh, nein! Die Lösung ist BAM! Und ich meine, die Lösung wurde nicht gesagt. Man kann an seinem Mund erkennen, wo die Antwort ungefähr hingeht. Oh, was ist die Lösung? Oh? Ich glaube Orange. Könnte sein. Ja. Orange. Ja, ja. Ist die Frage 2. Ihr habt fantastisch aufgeholt. Ja. Mensch. So, welche Frucht wird hier als nächstes beschrieben? Bitte schön, es geht um die erste Klasse. Frucht oder Pflanze? Ich weiß gar nichts. Ich weiß gar nichts. Das ist so eine Art Gemüse. Und sieht aus wie Gras. Und das ist gesund. Das macht die Leute schlau. Ich esse das sehr gerne. Also ich esse es nicht gerne. Das ist so eine Art Beleidigung, wenn man einen schlapp findet. Ja, das guckt immer aus Einkaufstüten oben raus. Die Kids waren schneller. Was wurde denn da beschrieben? Ich glaube, es war Lauch. Ist Lauch die richtige Antwort? Ihr macht uns fertig, jetzt schon. Es fing so gut an. Und die Lösung ist Lauch. Ja! 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 Ja
Beide Teams müssen sich jetzt im direkten Duell duellieren und wir machen Zitate-Raten. Auf der Tafel erscheinen jetzt berühmte Sprüche der Weltgeschichte. Darunter blenden wir unterschiedliche Namen ein. Und ihr müsst dann buzzern, wenn das Gesagte mit dem Namen zusammenhängt. Best of four. Wer hat's gesagt? Hier ist das erste Zitat. Geschichtsprüfung. Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, war eine geschichtliche, sehr relevante Person. Giovanni Trapattoni, Pietro Lombardi, Axel Schulz vielleicht, Kollege, Verona Poth oder war es Lothar Matthäus? Und da ist Simon Stäblein. Er hat jetzt gewartet, er hat gebuzzert. Du sagst Lothar Matthäus. Falsch. Es war nämlich Andi Möller. Aber kam der? Ich dachte, der wäre noch gekommen. Ach so. Der Punkt geht an die Kids, 1-0. Jesus. Hat Andi Möller gesagt in einem Interview, als er von Eintracht Frankfurt zu Juve gewechselt. Aber auch ich habe dieses Zitat tatsächlich Lothar Matthäus zugeschrieben. Mailand oder Madrid? Nein, es war Andi Möller. Und er freut sich wahrscheinlich auch darüber, dass alle denken, dass Lothar es gesagt hat. Nächstes Zitat. Und sie bewegt sich doch. Wer hat das gesagt? Wenn der Name erscheint, dann drücken. Isaac Newton. Thomas Hayo. Nikolaus Kopernikus. Johannes Kepler. Martin Schulz. Karl Benz. Und da ist jetzt Wotan, der einloggt. Und du sagst, es war Galileo Galilei? Galileo, der diese tolle Sendung bei ProSieben hat. Ist das richtig? Correct. 1-1. Und es bezog sich damals worauf, weißt du es noch? Auf eine Scheibe und die Erde, die sich um die Sonne dreht. Ja, genau. Nächstes Zitat. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Helmut Kohl, Horst Seehofer, Christian Lindner und da war Henry Maske ganz schnell. Ja, ein aktuelles Zitat ging um die Jamaika-Koalition damals, wo er einfach die Gespräche verlassen hat. Und ist das richtig? Christian Lindner, der Barney Stinson der FDP. Oder? Schon, oder? Für mich so der ältere Bruder von Barney Stinson. Naja. Nächstes Zitat. Heureka! Platon! Ich habe Plankton erst gelesen von Spandau. Archimedes! Sokrates, Aristoteles, Nikola Tesla, Thomas Edison, Archimedes. Jetzt kommen die Namen nochmal. Also er war schon dabei. Aristoteles. Der Mann, der auf Züge schaut, sagt Aristoteles. Mal gucken, ob es stimmt. Archimedes. Punkt für die VIPs. 3-1, Matchball, Matchball für euch. Und ihr müsst jetzt reinkommen in das Spiel. Wer hat's gesagt? Nächstes Zitat, die VIPs können alles klar machen. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Nero, war's Kaiser Nero, war's Harvey Weinstein. War's der Spähfuchs. Judas. Und da sind die Kids, die sagen, Judas hat gesagt, ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich sag mal so, er war dabei, aber war er es auch? Nein, es war nämlich Pontius Pilatus. Und damit gewinnen die VIPs. Berühmte Persönlichkeiten der Weltgeschichte und andere Promis von heute warten jetzt darauf, von euch entdeckt zu werden. Wir fragen euch nämlich, wer ist das? Auf der Tafel hinter uns tauchen jetzt gleich verschiedene Bilder auf, die alle Hinweise auf eine berühmte Person der Zeitgeschichte geben. Ihr müsst buzzern, wenn ihr die Lösung wisst. Auch hier gilt, gebt ihr eine falsche Antwort, bekommt der Gegner einen Punkt, ist die Antwort richtig, kriegt ihr den Punkt. Wer zuerst 4 Punkte kriegt, gewinnt die Prüfung und darf 11 Punkte sein eigen nennen. Wir beginnen mal mit dem ersten Bild. Wenn ihr die Antwort habt, buzzert. So, hier sehen wir eine Stadt. Panorama einer Stadt. Florenz ist das. Könnte mediterran sein.
Wir gucken mal weiter. Die Katze ist das Meisterstück der Natur. Wer hat das gesagt oder über jemanden gesagt? Das ist auf jeden Fall ein Zitat. Hier sehen wir Ninja Turtle. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Ah, nein. Da Vinci. Florenz, weißt du. Este della Fiorentina. Es war Florenz. Ich habe es erkannt. Das ist der Ninja Turtle. Ninja Turtle heißt, glaube ich, Leonardo. Leonardo da Vinci. Das hier wäre der nächste Hinweis gewesen. Ja, das ist der goldene der Fit, Schnitt. Ne? Ja. Es ist Leonardo. Eine Kathedrale, die Grabstätte einer berühmten Persönlichkeit. Tom ja, Hanks. Da Vinci Code. Im Film The Da Vinci Code. Und das sind anatomische Zeichnungen aus dem Schaffen von der Person, der den Panzer entwickelt hat. Was? Und das ist die Unterschrift, das hier ist Leonardo da Vinci. Ein genialer Leonardo da Vinci hat den Panzer, den ersten Panzer oder das, die Idee eines Panzers entwickelt. Hat er nicht? Was, die, Punkt für die Kids. Hat die Mona Lisa gemalt? So. Auch mit da Vinci auch? Ja. Mona Lisa kam von da Vinci, ne? Ja. Mona Lisa war auch da Vinci. Ja. Krass, Alter, was ein super, ein universal die, universal und der Brain, hat die ne? Klamotten von dem oh. Vatikan. Aber Marathon, das konnte er nicht. So, nächster Punkt für die Kids. Das hier ist A-Team. A-Team. Ne? Ne, kann man so sagen. Wir suchen eine berühmte Person. Ist es vielleicht eine aus dem A-Team? Oder ist es etwas, das damit zu tun hat? Tätowierungen. Game of Thrones. Ich weiß nicht, ob ihr das geguckt habt. Das ist ein Schloss auf einem Hügel. Das ist Herr der Ringe oder ist es vielleicht der Hobbit? Was hat Game of Thrones? Ein Schloss auf einem Hügel? Tätowierungen? Der Hobbit gemeinsam? Wir suchen jemanden, der das vielleicht bedienen kann. Ed Sheeran. Und Max sagt Ed Sheeran. Hobbit? Hobbit, A-Team war sein erster großer Hit. Game of Thrones hat er, Game of Thrones hat er da gemacht, mitgespielt, glaube ich. Mitgespielt, ja. Genau, und Hobbit. Lassiefer. War der Soundtrack vom ersten Hobbit. Er benutzt Loopstation. Die Loopstation. Das ist seine Frisur ist da drauf. Edge-up. Also Edge-up, ich habe erst also erst. Edge-up. Er ist da unten, die Tomate eben halt. Was ist das, Max? Das sind seine Alben. Seine die Alben heißen Alben. So? Divided, ja. Ed Sheeran, Punkt! Wow. Also das, aha, bin ich jetzt beeindruckt. 2-0. Ich hab den mal kennengelernt, das ist echt ein ganz netter Typ. Ist er ein netter Typ? Und obwohl der so ein Weltstar ist und nicht so, so ein Pupsi aus Deutschland, war der sehr, sehr korrekt und cool zu mir. Ja, die großen Weltstars sind tatsächlich sehr bescheiden. Ich, ja. Wir sind ja rar gesät. Wir sind schon komplett durchgedreht, Alter. Wirst du von einer Person auf dem Ballermann erkannt, denkst du schon, fliegst du auf Wolke 11. Mal gucken, ob die nächste Person auch auf dem Ballermann erkannt wird. Wer ist das hier? Da ist... Wer hat das gemalt? Vielleicht ist er oder sie das? Was ist das für eine Pflanze? Ein Schiff mit einem Hund? Was für eine Art Hund ist das denn? So, der Lieblingshund von der ne? Queen, ein Corgi. Ja. Beagle. Oder Beagle. Ist das ein Corgi? Das hier Englischer ist eine Route. Entdecker, englischer Entdecker. Und das ist Frank Rosin. Magellan, Entschuldigung. Hä? Das war noch eine England-Flagge. Ach, Magellan. Herleitung, England. Puh, ich glaube. Guck nicht so, das war jetzt ein. Das war jetzt das einfach. Wir gucken mal weiter. Das war. Instinkt gefolgt, hier ist eine fleischfressende Pflanze. So. Auf den Routen. Durch die Welt erforscht im letzten Lebensabschnitt der gleichen Person. John, wie heißt der? Genau der. John, das ist Big Ben. Der Kartoffel mitgebracht hat, ne? Westminster Abbey im Vordergrund. London. Wenn sie nur kann, wird die Natur dich dreist belügen. Johnson. Das hier ist tatsächlich die Haustierschildkröte der gesuchten Person. Nee. Ja. Lebt die immer noch? Lebt immer noch. Was? Die Schildkröte? 1835 von den Galapagos-Inseln mitgebracht.
Ne, jetzt im australischen Zoo. Dann bist du 300 Jahre alt, ne? Na hier, oh, wie heißt der denn? Darwin. Darwin. Ja, Anna, Darwin. Darwin. Ist richtig. Ah. Survival of the fittest, ne? Survival of the fittest. Die Antwort war falsch. Punkt an die Kids. Ja, läuft doch. 3:0. Wer ist denn das hier? Silvester? Das wäre für dich. Stallone vielleicht? Klavier? Was haben wir denn da? Wer hat denn das geschrieben? Oder an die Stadt erkannt? Wie ist denn das? Oder an die Freude. Da, da, di, da, 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 da. Das ist ein Hund? Ah! Handelt es sich um Beethoven, bitte? Ein Hund ja, namens Beethoven. Ah, sehr gut. Götter Funken war das aber. Wir haben die Stadt Wien gesehen, was mich als Bonner natürlich immer sehr fuchsig macht, wenn die Wiener Beethoven für sich beanspruchen. Er ist in Bonn geboren. Andere Bilder wären noch gewesen 9. Da war doch irgendwas 9 Sinfonien. Das war der Götterfunken am Anfang. Dann ist die Stadt Bonn natürlich auch da. Es gibt eine Beethoven-Statue bei uns in der Innenstadt. Geil. Taub geworden. Ja. Taub war er auch, ja. Sau früh, ne? War ich sogar 40, 50. Blaue das Augen. Sind Pass. Die blauen Augen von Ludwig van Beethoven. Punkt für die Kids. Und damit gewinnt ihr die Geschichtsprüfung. Oh. Yeah. Aus.